von Balkany, der Ballo-Bewegungsschule. Für euch Kinder, dass wir wieder ein bisschen in Form kommen. Wir wollen weiterhin beim Thema Handball bleiben. Haben wieder einen Ball, brauchen wir. Und wieder irgendeine Markierung, gerne wieder eine Zeitung. Jetzt lege ich hier das mal hin. Und wir starten, so wie immer, mit unserem Begrüßungsspruch. Also los geht's. Wir grüßen den Himmel. Machen uns ganz groß. Und grüßen die Erde. Wir grüßen den Mond, Halbmond und die andere Seite. Wir grüßen die Sterne. Wir grüßen die Blumen und atmen den Duft. Wir grüßen die Vögel in der Luft. Und wir grüßen den Baum. Wir stehen auf einem Bein. Wer sicher steht, kann auch gerne kurz stehen bleiben. Und dann ist die andere Seite dran. Gucken, dass wir sicher stehen. Ansonsten könnt ihr auch so stehen bleiben. Okay. Wir grüßen das grüne Gras, wir haben es schön hängen lassen. Und alle Kinder, Bewegung macht uns Spaß. Und weiter geht's. Wir lassen das mal als Markierung feststehen. Stellen es mal neben die Zeitung. Also nicht auf die Zeitung, sondern wirklich daneben. Wir wollen versuchen, einen ganz weiten Sprung zu machen. Springst du in meine Richtung? Genau. Also, wir wollen aber viel Schwung holen, mit den Armen ein bisschen in die Knie gehen und so weit wie möglich versuchen zu springen. Oh. Könnt ihr euch da ja noch hier auf hinlegen? Meine Markierung, drehen wir uns um. Und mal gucken, ob wir es schaffen, über die andere Zeitung jetzt quasi drüber mitzukommen. Hat sich wieder Schwung geholt. Ganz kräftig. Und hopp. Jawohl. Machen wir schöne Markierung mit hin. Und einmal. Schwung holen. Und hopp. Oh, fast geschafft. Super. Sehr schön. Ein bisschen alles auslockern. Wenn mir schon ein bisschen warm geworden ist, zieht gerne was vor zu sein. Okay. Steh du mich bitte mal hinter die Zeitung. Du kannst auch jetzt wegpacken. Pack mal bitte auf meinen Haufen. So, also heute geht es weiter um das Thema Handball. Wir wollen diesmal versuchen, zueinander zu werfen. Aber wirklich miteinander werfen, nicht irgendwo drüber, sondern wir wollen zum Partner werfen. Machen wir erstmal ganz locker mit beiden Händen und versuchen mal auf die Zeitung aufzukommen. Genau, und dann wird gefangen. Jawohl. Brauchen wir die Zeitung zu treffen? Genau. Jawohl. Ganz locker erstmal. Bewegt euch schön dabei. Auch wenn mal der Ball nicht so weit kommt. Ab zum Ball. Das könnt ihr auch denn ein bisschen weniger Abstand machen. Genau. Versucht sicher den Ball zu fangen mit beiden Händen. Oder auch mit ein bisschen mehr Abstand. Wenn wir jetzt aus dem Bild raus sind. Genau. Ruhig noch dreimal. Ja, wir versuchen nochmal die Zeitung zu treffen. Hab ich. Okay. Jetzt kommen wir zu unserem Wurf im Handbein. Und wir werfen wieder. Ich werfe mit rechts. Dabei steht mein linker Fuß vorne. Wir werfen mit einer Hand. Machen wir erstmal mit einmal aufkommen auf den Boden. Genau, und dann wieder sicher fangen. Damit der Ball ein bisschen höher springt, werft ihn mal richtig nach unten. Genau, richtig nach unten werfen. Und sicher fangen. Springt dann eben auch wieder schön hoch. Genau.
einem Bein nach vorne steht, Arm lang hinten habt, der Ball geht am Kopf vorbei. Werfen wir mal von unten nach oben, diesmal ohne Aufkommen, und wir versuchen gleich zu fangen. Also stellen Sie die alte Mitte auseinander. Genau. Wir werfen von unten nach oben, zum Partner hin, dass der Partner auch gleich schön fangen kann. Habt eure Arme schön nach vorne und mit den Händen, dass ihr gleich zupacken könnt. Das können wir auch mit ganz vielen anderen Übungen noch mit weitermachen. Zum Beispiel nach jedem eine Drehung. Dabei aufpassen, erst werfen, Drehung, stehen. Genau. Auch mal in die andere Richtung, dass wir keinen Hüllenwurm bekommen. Wieder wie im Handball werfen, linke Bein ist vorne für die Rechtshänder und auch eine Drehung. Genau. Oder wir können versuchen, eine Drehung voll zu springen. Ja, wir spielen immer noch miteinander, dass wir wirklich den Ball gleich fallen. Ohne. Und nochmal den Ball. Hin und her. So war das dann schon aussehen, wenn wir direkt. Aber für die kleineren, lasst den Ball ruhig aufspringen. Die größeren Absechs können schon gerne versuchen, sich den Ball direkt hinzuwerfen. Wenn ihr mal keinen Partner zu Hause habt, versucht es einfach gegen die Wand. Wenn ihr es dürft, fragt bitte nach, gegen die Wand werfen und dann wieder fangen. Das würde auch funktionieren. Ja, okay. Das sind ein paar Übungen für euch, die sind weiterhin auch erweiterbar. Heute als kleines Abschlussspielchen. Ich würde sagen, wir machen Feuer, Wasser, Sturm. Bei Feuer. Wir werden mal rumrennen. Immer wenn ich an das Feuer rufe, möchtest du auch wieder mitmachen? Ja. Na komm her, Paul. Also, bei Feuer rennen wir rum. Immer wenn ich Feuer rufe,
lauf die Kreuzung quer durch die Wohnung. Aber bleibt in der Nähe, dass wir hören können, wie das nächste. Ja. Bei Wasser? Irgendwo draufstellen. Ist bei uns jetzt hier auf dem Tennisplatz schlecht? Doch. Ihr habt vielleicht Stühle oder auch ein Kissen parat. Wir nehmen mal die Zeitung. Wir können auch hier drauf. Nein, das ist nicht sicher genug. Wir nehmen heute mal bei uns die Zeitung. Bei euch zu Hause kann es gerne ein Stuhl sein. Irgendwo, dass er auch euch ein bisschen hoch steht und nicht auf dem Boden steht. So, was haben wir noch? Eis? Eis, stimmt. Ganz still stehen. Genau. Und die Augen dürfen auch nicht sehen. Okay, wollen wir versuchen. Und, na, Sturm natürlich noch. Sturm. Was machen wir Sturm? Auf dem Boden. Genau, auf dem Bauch, ganz flach auf dem Boden legen. Okay. Und Kaugummi? Und Kaugummi? Und Wackelpudding? Na, meinen wir nehmen auch den Wackelpudding mit, dass wir wackeln müssen. An einen Gegenstand kleben machen wir mal, weil es ja auch ein bisschen schwierig ist. Ja. Okay, wir starten. Feuer! Wow, Feuer! Genau. Meine Kinder rennen jetzt natürlich auch ein bisschen mal so quer. Und dann kommt das erste Kommando. Sturm! Natürlich müssen wir versuchen, ganz schnell wieder auf den Baum zu liegen. Diesmal gibt es keine extra Aufgaben. Und ich gehe wieder hoch. Feuer! Laufen, laufen, laufen. Komm, kreuz und quer, kreuz und quer. Ja. Und Achtung, Wasser. Was war bei Wasser? Oh, da kannst du jetzt in Ruhe ihre Schleife machen. Achtung, Kaugummi. Kaugummi. Was soll man machen? Ja, komm her. Wir dürfen das. Wir kleben zusammen. Ansonsten klebt an einem Kissen, an einem Stuhl oder natürlich auch an euren Eltern. Ah, Feuer. Laufen, 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 laufen. Gehen wir mal in Laufen. Wir gehen mal in den Vierfüßlergang. Mal ein bisschen wieder was anderes machen, andere Perspektive. Eis! Ganz schwierig, im Vierfüßlergang still zu stehen. Wasser! Oh, wir stehen gerade vor der Zeitung. Und wieder Feuer. Wir hüpfen mal. Hüpfen wir hier hin. Ja. Durchhalten. Und Wackelpudding. Genau, wir wackeln mit dem ganzen Körper. Wackeln, wackeln, wackeln. Komm, wir wollen. Ach, kannst du mal laufen. Schaffen wir es rückwärts zu laufen? Nee, ich bin eine Nacht. Das stimmt. Laufen rückwärts. Genau. Achtung, auch wieder hier den Jungs drüber stolpern. Eis! Wir wollen versuchen, ganz schnell, ganz still zu stehen, ohne zu wackeln. Feuer. Und dann noch Sturm. Wow. Wer liegt als Erster? Ihr oder meine Kinder? Feuer. Feuer. Und den Feuer schon. Auch mich alles. Und nochmal Kaugummi. Sturm. Leg dich wieder hin.
wir werfen und fangen. Wir gehen in unseren kleinen Kreis. Komm, ruhig auch ein bisschen näher. Lass einfach hin. So, bisschen Abstand. So. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir haben ein paar Anregungen bekommen. Wir sitzen wieder gerade. Arme sind in der Luft. Rücken schön gerade. Denkt daran, als wenn ihr an einen Faden hier oben hochgezogen werdet. Auch. Wollen wir mal ein bisschen nach vorne? Ja. Jawohl. Eins, zwei, drei. Wir müssen uns leider noch mal hinsetzen. Wir stehen nämlich ohne Hände auf. Das wisst ihr. Frieda, los geht's. Arme umlassen. Eins, zwei, drei. Wir schaffen es nochmal. Einmal nochmal hinsetzen. Eins, zwei, drei. Die Stunde ist vorbei. Vier, fünf, sechs, sieben. Tschüss, ihr Lieben. Acht, neun, zehn. Ihr dürft gehen.